Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Let's Roleplay von ESO, der Elder Scrolls Online. Jo, heute starten wir mit dem Prolog zu Greymoor. Wir werden jetzt mal die tägliche Belohnung anschauen, wenn es ladet endlich. Und 2 Kronen Erfrischungstränke beanspruchen. Das nächste ist 500 Gold, das hilft uns ein bisschen. Wahrscheinlich bekommen die Hochleveligen hoffentlich auch ein bisschen mehr Gold. Aber ja. Dann hätten wir noch das hier. Ja, wir sind halt erst am Anfang. Ich weiß nicht, ob ich eins verpasst habe. Ah nein, das ist einfach im April. Okay, das hat die Ede nur 4. Das ist nur April. Deshalb, okay, dachte schon, ich hätte irgendwas verpasst. Nein. Ich logge mich jeden Tag ein und mache jeden Tag Aufnahmen. Genau. So, jetzt gehen wir zu einer Händlerin oder so. Mystiker. Köchin. Mal schauen, ob die alles abkauft. Fische und so. Was hat denn die noch? Rezepte, aber die werde ich alle wahrscheinlich irgendwie farmen können oder so. So. Ja. Plunder, hä? Köder lassen wir mal drin. Du Fisch können wir verkaufen wahrscheinlich. Ich mache es einfach. Zierlebensmittel oder so, das brauchen wir auch nicht. Eine Eisenstreitaxt brauchen wir auch nicht mehr. Und ja, da haben wir noch ein paar mehr Fische. Ich habe recht, ja, sagen wir so ungefähr 10 Fische noch. Das sind noch nicht so viel. Beute. Ja, können wir auch verkaufen. So, aber das wäre es eigentlich. Ja, nicht so viel Zeit investieren. Das haben wir doppelt. Also auch verkaufen von mir aus. Auch wenn es nur einmal pro Jahr ist. Aber das auch. Wir müssen einfach noch ein paar Sachen frei haben im Winter. Ja, gut. Das andere können wir alles essen, wenn wir mal nicht etwas frei haben. So, wir müssen ja unbedingt nach. Jetzt muss ich wieder schauen. Ist das nicht die Zirkusverschwörung? Es ist. Ist es die Zirkusverschwörung? Das Kaltenkönig. Ja, das Problem ist jetzt, wir können uns nicht mehr so erinnern, wo das war. Wir sind doch hier hingegangen, dass das irgendwo eine Quest ist, aber genau weiß ich das nicht. Das muss ich kurz nachschauen. Das habe ich letztens doch auch nicht genau gewusst, oder? Also es wird einfach zu wenig beschrieben, wo die verschiedenen Quests starten. Das muss doch irgendwo hier sein. Wir müssen Ja evakuieren. gut, ich muss nachschauen, sonst kommen wir da nie vorwärts. So, hätten wir das auch schon. Das schwarze Herz von Skyne. Genau. Das kostenlose Prolog. Ja, es ist Zirkelverschwörung, aber man weiß jetzt nicht wohin. Okay. Deshalb Quest, Tagebuch. Steht nur bei der Kriegergilde. Es steht Wir nicht müssen wohin. evakuieren. Auf der Karte zeigen. Ferner hat keine Also wir müssen andere jetzt Chance hier. gehabt. Habe ich je Was eure ist denn das für eine Lebensehre hart Stadt? aufs Spiel gesetzt? Devon's Wacht, okay. Wo haben wir den Waypoint? Toll. Wo haben wir den Waypoint, wenn man einen braucht? Müsste irgendwo hier nördlich sein, glaube ich. Also, ich kenne es leider nicht mehr. Da sind Spiele am Farmen. Von Holz oder so. Der muss irgendwo hier sein, der Waypoint. Also direkt mal kurz die Stadt verlassen. Dass die Einblendung ist. Müsste eigentlich hier schon sein. Ah, wir sind falsch gelaufen. Ich wollte ja noch nach Westen gelaufen.
Ja, nach Osten gelaufen. So. Dann können wir direkt starten. In letzter Zeit habe ich gemerkt, dass viele Leute auch ein bisschen gelangweilt sind, weil ich ein bisschen zu viel Rollenspiel wahrscheinlich mache oder einfach ein bisschen zu länger gebrauche, um irgendwie Sachen zu erreichen. Bitte einfach nicht so ungeduldig sein, weil bei mir geht es halt einfach länger. Ich mache die Games viel hundertprozentiger als andere Leute. Einfach warten und am besten einfach nicht sauer sein, weil es kann halt schon manchmal ein bisschen etwas dauern. Ihr müsst einfach gestehen, dass ich kein Suchti bin, der ganz viele Spiele durchspielen muss, so schnell wie möglich. Was ist da? Nein, das ist Vulkelwacht. Wo ist Davons Wacht? Ja, das weiß ich jetzt natürlich nicht, wo Davons Wacht ist. So, dann hätten wir das gleich auch schon. Ja, aber zeigt mir, was es ist. Gibt Steinfälle. Zeigt mir wohl, wo das Gebiet ist. Diese Tutorials sind so also diese Wikipedia sind so schlecht, sie zeigen nie an, wo das genau ist. Das ist Dämons Wacht. Ja, das ist Ebene Erz. Doch, es ist hier. Okay, einfach daneben. Okay. Ja, wusste, dass ich dort war, aber ja, diese Namen sind halt schwer, also, ja. Es ist halt wirklich Fantasy. Elder Scrolls ist halt wirklich sehr Fantasy. Zum Beispiel bei Final Fantasy, das ist ja halt extrem Fantasy, zum Beispiel Final Fantasy 9. Ich wusste gar nie, wo Ding ist Lindblum. Ich wusste den Namen, weil das so einzigartig ist, Lindblum, also Lindenblume oder so. Aber ich wusste nie, wo das auf der Map war. Ich habe die ganze Zeit immer wieder im Nordosten gesucht, sondern im Südwesten von diesem großen Kontinent da. Ja, und deshalb habe ich das wahrscheinlich jetzt auch so, dass es einfach zu viel Ding ist. Zu viel Fantasy, dass ich einfach jetzt nicht so klarkomme mit fremden Namen, also wirklich fremden Namen. Ich würde ja gerne wirklich mehr merken können mit Namen, aber ich denke, ich will nicht leiden, will ich reiten, aber schneller reiten. Ey. Gut, bin jetzt gerade wieder ein bisschen genervt über die Steuerung und einfach über die Schnelligkeit vom Spiel, aber ja, es ist wirklich nicht schlimm. Und vor allem für den Wehrwahr hier auf den Straßen. Wo kommt man jetzt hier an den ans Dock? Ich glaube, ich bin falsch. Hä, wo bin ich jetzt? Hä? Ich bin raus. Also rein wieder und dann rechts halten. Okay. Hä, das ist ja völlig verwirrt. Ich glaube, ich komme so mit großen MMORPGs gar nicht so klar. Aber man muss es halt einfach lernen. Also es wird wahrscheinlich schnell dann sein, dass ich klar komme. Nur eben, aber wie? Also man braucht einfach länger für solche Spiele. Es ist größer, es ist umfangreicher, es ist, ja, verwirrender halt. Also, ja. Und ich denke, in den nächsten paar Parts werde ich wahrscheinlich mich schon sehr viel besser gewöhnen können. Und ihr dürft mir dabei gerne helfen. Ist halt einfach schwer. Hoch und dann das linke Haus. Ich dachte, dass sie wieder angezeigt haben beim Schiff, aber das war wahrscheinlich einfach der Wegpunkt, der von dieser kleinen Anfängerinsel der Nords und so, so ein Ding, einreicht, Drachen-Ding da, dass es einfach dann einfach beim Schiff angezeigt wurde. Halan? Sagt mir doch bitte den Namen direkt. Jorun. Seid ihr hierher gekommen, um ein Handwerkszertifikat zu bekommen?
Ja, ganz viele Namen, aber nicht der richtige. Was macht die denn da? Nee? Aber das ist eine Quest, die ich habe. Ihr müsst die Hilfe sein, die der Skalier. Ja, okay, dann muss ich einfach bei ihr. Also nur, ihr seid der Aufgabe gewachsen. Jo. Sie ist größer, als König Jorun sich das vorgestellt hat. Es ist ein bisschen leise bei mir. Was ist die Bedrohung? Der Eiskap-Zirkel. Hexen, die direkt vor dem gewaltigen Riechkolben... Kann es sein, dass Aesir ein bisschen leise wurde? Das ist nicht nur der übliche Unfug im Raid. Nicht, dass es bei euch auch zu leise ist. Ich muss das näher untersuchen, doch allein schaffe ich das nicht. Ich muss kurz beim Mix schauen, oder? Was hat er bei diesem Video noch leise? Ihr müsst die Hilfe sein, die der Skalden... Der Eiskap-Zirkel. Helft mir, den Zirkel ausfindig zu machen und seine eigentlichen Absichten aufzudecken. Zu zweit kommen wir schneller voran und können das volle Ausmaß dieser Bedrohung herausfinden. Das heißt, solange die Magie, die Jorons Zaubermeister mir gegeben haben, die versprochene Wirkung zeigt. Ich werde euch helfen, den Zirkel zu untersuchen. Wo fangen wir an? Trefft mich in Deschamps. Die Späher des Skaldenkönigs haben Mitglieder des Eiskap-Zirkels in der Nähe des Schreins des Heiligen Rims gesichtet. Dort fangen wir an. Was die Magie angeht, darüber erzähle ich euch mehr, sobald uns keine neugierigen Blicke mehr folgen. Wie habt ihr von Eiskap-Zirkel erfahren? König Jorun hatte mich losgeschickt, um eine plötzliche Zusammenballung von Stürmen im Meer der Geister zu untersuchen. Mindestens zwei Schiffe gingen in den eisigen Wellen unter. Der Eiskap-Zirkel war dafür verantwortlich. Ich deckte Hinweise auf, die nahelegten, dass er einen Angriff auf das Festland plante. Was für ein Angriff? Ich bin mir nicht ganz sicher. Deshalb müssen wir ja Nachforschungen anstellen. Doch wenn die die Möglichkeit haben, nach Belieben verheerende Stürme heraufzubeschwören, dann stellt euch nur vor, wie viel Schaden sie damit in Dörfern und Städten anrichten können. Also, seid ihr aufbruchbereit oder braucht ihr Vorbereitungszeit? Ich gehe sofort, also ich bin bereit zu gehen. Okay, interessant. Sieht irgendwie ein bisschen indisch aus, mit ein bisschen... Ja, so zwischen Indien und China. Aber natürlich auch wieder ein bisschen fantasisiert. Okay, wo sind wir jetzt? Hier... Ah, hier unten. Okay, Luxusmansarde, das ist nix. Das Problem liegt eigentlich mit dem Sound, dass der Soundmix immer verstellt ist und so an Windows 10. Ich werde wahrscheinlich momentan die Windows 10 Updates ausschalten. Ich glaube, es ist genug sicher für mich, weil ich noch andere Programme und so habe für Sicherheit, dass ich Windows Updates gar nicht brauche. Aber ständig den Mixer wieder umzustellen, dass die Games lauter sind und die Browser leise und zum Beispiel die Discord und TS3 auch wieder leise sind und so. Das nervt mich. Ständig ist mit Windows 10 etwas nicht in Ordnung. Völlig verbuggtes Teil. Das ist der Ort. Ich kann zwar nicht behaupten, dass ich wüsste, was Rake-Hexen hier wollen, aber die Späher des Skaldenkönigs haben mich bislang noch nie auf eine falsche Fährte geschickt. Lasst uns herausfinden, ob sich die Reise hierher gelohnt hat. Werdet ihr mir jetzt von der Magie erzählen, die König Jaruns Zaubermeister bereitgestellt haben? Dazu wollte ich gerade kommen. Ich habe in Eiskap zwei der Medaillons aufgesammelt, die die Hexen trugen, damit die Zaubermeister des Galgenkönigs sie näher untersuchen können. Die Zaubermeister stellten fest, dass der Schmuck von Magie durchdrungen war, doch sie konnten nicht sagen, welchem Zweck diese dient. Ja, und wie soll uns das helfen? Die Zaubermeister des Galgenkönigs haben ihren eigenen Zauber auf die Medaillons gelegt. Jeder von uns kriegt eines. Hier, sie sollen uns zu Magie führen, die jener ähnelt, die in dem Schmuck geborgen ist. Eiskap-Magie. Wirbelt es durch die Luft und seht selbst, was dann geschieht. Mit dem Medaillon herumwedeln, wenn ihr das so sagt. Seht mich nicht so an. Nord sind nicht gerade dafür bekannt, tolle Magier zu sein. Es ist sehr gut möglich, dass das, was die Zaubermeister des Skaldenkönigs versucht haben, nicht klappt. Oder das Ding könnte explodieren. Haltet das Medaillon hoch und seht, ob es funktioniert. Ja, was sollen wir von diesem Medaillon erwarten? Die Zaubermeister des Galgenkönigs haben ihren eigenen Zauber auf die Medaillons gelegt. Er sollte uns zu Magie führen, die jener ähnelt, die in dem Schmuck geborgen ist. Eiskap-Magie. Wirbelt es durch die Luft und sieht selbst, was dann geschieht. Okay,
Wie immer gute Qualität von den Dialogen. Und die Quests sind auch mal etwas zum Nachdenken. Jetzt müssen wir das gerade einsetzen. Aber ich finde es gerade nicht. Weiß nicht, was ich machen soll. Wo genau das sein könnte. Ah, vielleicht mit E-Eiskappen. Ja. Questobjekte irgendwo. Ja, ah, Medaille M, okay. Nein, nicht Ja, und jetzt? Muss man irgendwas eingeben? Volk der magischen Fährte. Hey, ich muss bei ihr benutzen, oder was? Okay, die verschiedenen Quests sind mega manchmal schwer zu verstehen. Aber dafür... Ah, okay, einfach in der Luft. Das habe ich ja natürlich gemerkt, ja. Gut. Okay, haben wir das. In der Luft muss man es einsetzen. Anstelle einfach mal das Item irgendwie mit einer Kurztaste zu verwenden. Einfach mal in der Luft klicken. Schön, hey. Und dafür darf man sie nicht anschauen, scheinbar. Oder haben wir einen Rundstein? Ah, halt ihn weggenommen. Dass andere Spiele einfach Items auch wegnehmen können, ist ein bisschen doof. Okay, verkohlte Leiche. Versenkte Notiz. Okay. Ja, und dann wieder zurück. Dankeschön. Also, Elder Scrolls Online kann ein bisschen nerven am Anfang. Ich denke, das geht bei mir auch wieder weg. Wenn man versteht, wie das Game so ein bisschen geht, aber das verstehe ich jetzt gerade noch nicht so. Scheinbar. Ja, wo ist sie jetzt hin? Was? Sie ist dort? Es ist ein bisschen verwirrend. Wie gesagt. Wo ist sie denn? Hä? Die ist gar nicht... Ja, dort ist sie, kommt hoch. Ja. Okay. Das Spiel will nicht so funktionieren, wie ich es gerne möchte. Haben wir etwas gefunden, was uns helfen wird, den Eiskap-Zirkel ausfindig zu machen? Ja, schon, aber ich erzähl's dir jetzt nicht. Ja. Das Medaillon führte mich zu diesen verbrannten Leichen. Beinahe fand ich diese verkohlte Notiz. Ich wurde an einen ähnlichen Ort geführt. Verdammte Hexen. Ganz gleich, welches Spiel der Eiskap-Zirkel auch spielt. Wir müssen ihm ein Ende machen. Vorzugsweise mit zahlreichen Heben meiner Axt. Lasst mich einmal diese Notiz sehen, die ihr gefunden habt. Die einzigen Worte, die ich erziffern konnte, waren eine gewinnbringende Gelegenheit. Ach, nun, das ist keine Hilfe. Zum Glück haben Jorunds Späher in ihrem letzten Bericht ein paar interessante Orte genannt. Lasst sie mich auf eurer Karte markieren. Setzt das Medaillon ein, sobald ihr einen dieser Orte erreicht und findet heraus, wohin euch die Magie führt. Ich schließe dann zu euch auf. Wie viel Hilfe diese Statisten immer bekommen. Ja, per Zufall. Ja. Wenn es auch so leicht wird. Ich würde am liebsten ein Game haben, wo wirklich alles ein bisschen schwer ist für die NPCs. Ich werde sehen, ob ich an diesen Orten irgendwas in Erfahrung bringen kann. Dass der Spieler auch wirklich sehr viel selber machen muss. Nicht immer so mega supported wird und dafür in die Irre geführt wird mit verschiedenen Tasten und so. Okay, kann man das irgendwie besser markieren? Das ist jetzt ein bisschen schwer zu finden, außer hier im Weg entlang. Aber hier ist ein Schrein, also hier rechts dann halten. Okay. Ja, ihr seht, ESA hat noch richtig viele Probleme, aber es ist eigentlich recht hochqualitativ, das Spiel. Es wird halt manchmal gehasst oder so. Aber ja... Je mehr Einfluss ein Game hat, desto mehr wird es auch gehasst. Und das ist halt, ja, nicht so gut für die meisten Fans und so. Bei mir ist es halt auch nicht so toll, dass ich es, ja, halt einfach machen muss. Ich würde es ja auch am besten immer loben und so weiter. Aber ich bin kein Werbeträger, ich darf sozusagen haten oder so gegen ein Spiel. Also, nicht haten.
aber einfach kritisieren. Und das müsst ihr einfach verstehen. Wenn ihr wenn ihr der Meinung seid, dass es nicht gut tut euch oder so, dann schreibt es in die Kommentare und lasse ich es natürlich das nächste Mal. Aber wenn mir da blitzschnell irgendwie etwas komisch vorkommt, wie eine Quest, die man wirklich dort beim NPC noch mit E anmachen muss und so, dann ist es für mich wirklich ein Kritikpunkt, den ich sofort rausschleudern muss. Und dabei ist ja das Spiel wirklich wunderbar für mich. Sonst würde ich es jetzt auch wirklich auch nicht spielen. Also ich finde, Acer macht wirklich 99% gut. Nur ja, sind halt schon Punkte, die auch andauern, auftreten, oder? Dass man sagen kann, ja, komm, jo, das Spiel ist so gut und man soll das eigentlich gar nicht so problematisch anfassen. Zum Beispiel, dass man einen Waypoint immer wieder absitzt. Das sind einfach so Mängel, die die Entwickler scheinbar nicht entfernen wollen. Das wahrscheinlich auch schon immer da ist. Und das ist dem Entwickler das Problem. Das muss nicht euer Problem sein. Also wenn ich irgendwie kritisiere das Game oder andere Games, dann einfach, weil es mir auffällt. Es fällt mir halt mehr auf als Sachen, die eigentlich immer gut sind, oder? Es sind einfach viel zu viele gute Sachen dabei. Und deshalb fallen mir schlechte Dinge auch in diesem Spiel zum Beispiel mehr auf. Aber eben, einfach nicht böse sein. Weil zum Beispiel bei Minecraft-Server-Vorstellungen gibt es jetzt Dislikes, weil ich Server vorstelle, die jetzt nicht so okay sind für die meisten Leute oder so. Habe ich plötzlich ein paar Dislikes. Ich finde das einfach eine Schweinerei. Wieso schreibt man nicht einfach unten in den Kommentaren, was euch genau betrifft? Und wenn ihr dann merkt, ja, der Videoersteller, der kümmert sich nicht um euch und so, dann könnt ihr immer noch disliken. Ich glaube, das ist eine extreme ja, Faulheit halt einfach, die so aufkommt. Auch in den Games, dass manche immer nur noch grinden und immer noch irgendwelchen Items gieren und so. Dass sie gar nichts mehr anders machen, als andere Leute ja, auf den Keks gehen, weil die Loot vor der Nase weggeschnappt werden oder ja. Es ist einfach diese Megasucht, die eigentlich faul macht. Dass man einfach zu viel Sachen in die Sucht steckt, Zeit in die Sucht steckt und zu wenig in das allgemeine Wohlbefinden von sich selber und von anderen. Ich finde es schade, es ist echt unglaublich schade, dass es so ist. Und ja, ich muss gar nicht drücken, merke ich. Auch jetzt endlich mal. Aber ich bin es immer gewöhnt, Waypoints anzuklicken. Ja, sehr schade, dass es jetzt auch hier automatisch ist. Okay, okay, da. Ah ja, da oben. Ich schaue ihn mir an und merke, hä, er ist gar nicht da. Weil ich um ihn herum geschaut habe, scheinbar. Ja, es ist schon echt. Also es ist, das Spiel ist für Leute, die wirklich schnell checken. Ich bin eher einer, der viel zu viel Zeit ins Umschauen und so investiert. Und deshalb checke ich manche Sachen überhaupt nicht. Danke, dass du untergehst, Pferd. Kannst du nicht schwimmen? Pferde konnten wirklich extrem lange nicht schwimmen. Also heutzutage werden sie trainiert manchmal, dass sie schwimmen können. Aus Vorsichtsmaßnahmen. Aber Pferde sind eigentlich so da, so, also sind einfach die Nichtschwimmer-Ding. Okay. Ich schaue mir immer gerne ein bisschen einfach ganz schnell an, was da so steht. Aber lesen, ne. Die meisten Geschichten sind total langweilig, wenn sie geschrieben sind. Vor allem in Elder Scrolls, also vor allem in Skyrim. So in Morrowind gibt es wirklich sehr tolle Geschichten. Aber ja, in Skyrim waren sie immer mega langweilig. Und hier scheinbar auch ein bisschen. Also es passiert halt nicht so viel in so wenig Schriften. Es ist ein sehr großes Buch trotzdem. Also Schriftrolle. Okay, jetzt ist es fertig. Ja, wow. Ich bin ein Kind, das einen Golem erschafft. Wow.
hätte ich hinterlassen, auslassen sollen. Aha, nochmals. Ja. Also auch wieder stoppen. Indem wir wieder weiter Video machen. Das ist jetzt ein kurzes. Okay, einfach kleine Schrift, aber. Ja. Da ist auch noch irgendwas, ein Frosch. Kommen die einsam? Geradeaus. Da oben? Also da drin? Ich weiß nicht. Okay. Was ist das hier? Simples. Ne, ich sammle es mal nicht. Kann man da rechts herum? Ja, scheinbar schon. Okay, dann ist leider auch schon wahrscheinlich. Ja, 26 Minuten. Soll ich das jetzt noch starten? Schauen wir uns noch ein bisschen um. Okay, da hat es ein paar Leute. So. Ein bisschen schneller machen. Ich glaube, ich mache diesen Vogel Klippenläufe wieder an die erste Stelle, weil der dort ist echt schwach. Zu schwach. So, Jute. Ah, nein, das will ich nicht. Also, wo haben wir? Ja, Fertigkeiten. So. Wir haben keine Fertigkeitenpunkte. Wir haben jetzt hier noch einen Runenstein. Ja, sehr schwach. Wir könnten eigentlich hier noch ein bisschen leveln. Eine Beladung oder so, das. Nein. Das soll ich einsetzen sollen. Die geben aber keinen Loot, nix. Ich tue irgendwo anders noch ein bisschen leveln. Oder einfach im Part noch ein bisschen weiter Gegner töten. Damit wir leveln. Eisenerz brauchen wir auch nicht. Und hier haben wir noch Ära der Dämmerung. Ja, das ist ganz wenig. So. Für noch einen Rucksack mit Leer. Hier hätten wir noch einen Eingang. Klingenohrgrotte. Und ja, ein Schiff. Ja, also dann können wir im nächsten Part dann hier weitermachen. Ah, eine Kiste, die machen wir noch auf. Das Minispiel ist viel zu leicht für ja, mich und so schwachen Schlösser. Ja, sicher! Ich hatte nicht mal eine Millisekunde Zeit. Malachitscherbe. Ui. Nett. Das ist ja das Orkstahl. Also, die Orks haben ja Malachit gehabt. Früher hieß es irgendwo anders. Ist es nicht in Morrowind anders? Orkstahl oder so, das weiß ich eigentlich genau. Ja. Okay. Das Reittier gefällt, das Pet gefällt mir irgendwie immer mehr. Je nach Region, je nach Farbstimmung sieht es eigentlich sehr schön aus. Nicht schlecht, die Entwickler. Oh, da oben ist ein Gewitter, eine Zone. Es gibt ja diese Anker vom Himmel überall noch. Also, ja, in diesem Charakter noch. Und ja, werden wir mal sehen, wie es weitergeht. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Video. Tschüss.